Herzlich willkommen hier im romantischen Rheintal zwischen Rüdesheim am Rhein und St. Goarshausen. Dieser vielbefahrene Streckenabschnitt ist Thema dieses vor uns liegenden Filmes. Viel Spaß beim Anschauen. Meine Reise entlang der rechten Rheinstrecke beginnt in Rüdesheim am Rhein. Der Mittelrhein ist ein 130 Kilometer langer Flussabschnitt zwischen Rüdesheim auf der rechten Rheinseite und Bingen auf der linken Rheinseite im Süden und Bonn als nördliches Ende. Der Rhein bildet ein Durchbruchstal durch das rheinische Schiefergebirge. Er ist einer der wichtigsten Verkehrswege zwischen Nord- und Süddeutschland. Und charakteristisch für diese menschengestaltete Landschaft sind die Weinberge, die Höhenburgen, die Baudenkmäler, verwinkelte Dörfer auf den schmalen Ufern. Meistens, wenn Eisenbahnfans oder andere Leute von dieser Landschaft sprechen, kommt eine gewisse romantische Stimmung, diese Rheinromantik, dazu. Wie kommt es eigentlich zu dieser Rheinromantik? Friedrich Schlegel schrieb 1806 bei einer Rheinfahrt: Für mich sind nur die Gegenden schön, welche man gewöhnlich rau und wild nennt. Denn nur diese sind erhaben. Nur erhabene Gegenden können schön sein. Nur diese erregen den Gedanken der Natur. Nichts aber vermag den Eindruck so zu verschönern und zu verstärken, als die Spuren menschlicher Kühnheit an den Ruinen der Natur, kühne Burgen auf wilden Felsen, Denkmale der menschlichen Heldenzeit, sich anschließend an jene höheren aus der Heldenzeit der Natur. Friedrich Schlegel war aber nur einer, der diese Rheinromantik in Worte fasste. Es waren noch Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist. Sogar durch Lord Byrons Childe Harold's Pilgrimage wurde diese Rheinromantik nach England exportiert. Und dann natürlich das Gedicht Die Lorelei von Heinrich Heine. Größte Bekanntheit aber erreichte die Rheinromantik spätestens durch Richard Wagners Nibelungenlied und den Opernzyklus Der Ring des Nibelungen. Diese Rheinromantik spiegelt sich im meist guten Zustand der Burgen wider, sowie auch an den Profanbauten, wie zum Beispiel den Tunnelportalen der Strecke, die ähnlich für Burganlagen gebaut worden sind. Machen wir uns also auf den Weg durch diese seit 2002 UNESCO-Welterbe-Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal zwischen Bingen bzw. Rüdesheim und Koblenz genannten Landschaft.
hier in Rüdesheim gab es Überlegungen, um den Ort Rüdesheim vom Lärm der Bahnstrecke zu entlasten. Deshalb wurde im Jahre 1999 ein Plan für die Umfahrung des Ortes in einem Eisenbahntunnel vorgelegt. Die Kosten sollten damals über 200 Millionen D-Mark betragen. Die Trasse im Bereich der Stadt Rüdesheim sollte in einen Tunnel unter dem Niederwald, also den Höhenzug hinter dem Ort, verlegt werden. Die Bundesstraße sollte danach im Stadtbereich nach der Inbetriebnahme des Tunnels auf die ehemalige Bahntrasse verlegt werden. Die Finanzierung des bis 2007 mit mittlerweile 234 Millionen Euro veranschlagten Projektes wurde zwischen Bund, Land Hessen, der Stadt und der Deutschen Bahn vereinbart. Für den Umgehungstunnel lag im März 2011 die Planung vor. Im Jahr 2012 wurden diese Pläne wieder verworfen. Als Grund dafür gab das Bundesverkehrsministerium eine mangelnde Wirtschaftlichkeit an. Über der Stadt Rüdesheim, auf dem Höhenzug Niederwald, thront das Niederwald-Denkmal. Die Germania erinnert auf diesem Denkmal an die Einigung Deutschlands 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg und die Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Als Standort wurde Rüdesheim gewählt, da der Rhein 20 Jahre lang die deutsch-französische Grenze markierte und deutsche Soldaten auf dem Weg in den Krieg das Lied »Die Wacht am Rhein« sangen. Die Gesamthöhe des Denkmals ist knapp 40 Meter und die Germania ist 12,5 Meter hoch. Auf dem Sockel steht die Inschrift geschrieben »Zum Andenken an die einmütige, siegreiche Erhebung des deutschen Volkes« und an die Wiederauferrichtung des Deutschen Reiches 1870 bis 1871. Und gerade als ich dann Rüdesheim den Rücken kehren wollte, um ein Stück der B42 weiter Richtung Norden zu folgen, kam der Henkelzug von Düsseldorf-Reisholz nach Wassertriedingen am Hesselberg, gezogen von seiner grünen Lok der Baureihe 140 noch ums Eck.
Meine nächste Filmstelle fand ich etwas außerhalb von Rüdesheim am Rhein, an einer Haltebucht in Sichtweite des Einfahrsignals von Rüdesheim, dessen Bahnhof einer der wenigen Bahnhöfe ist, der noch mit einem örtlichen Feindelsheimer besetzt ist. Die restlichen Bahnhöfe der Strecke werden aus der Betriebszentrale in Frankfurt ferngestellt. Im Rhein zu sehen ist der Mäuseturm. Das Binger Loch ist kaum zu sehen. Das Binger Loch sind ein paar Felsen im Rhein, die ein ursprüngliches Riff im Rhein markieren, das 1832 erstmals gesprengt wurde, da es ein Hindernis und eine Gefahrenstelle für die Schifffahrt darstellte. Oberhalb des Mäuseturms auf der rechten Rheinseite auf dem Niederwald steht die Burg Ehrenfels, welche man vom gegenüberliegenden Ufer von Bingen aus wunderbar sehen könnte. Der Mäuseturm ist ein ehemaliger Wehr- und Wachturm. Er steht auf der Mäuseturminsel im Rhein vor dem Binger Stadtteil Bingerbrück und ist 24,65 Meter hoch und wurde Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut. Seinen Namen erhielt der Turm durch eine Sage. Hier in Assmannshausen kam, kurz nachdem ich den Bahnsteig betreten hatte, sofort ein nordfahrender Güterzug durch, der von einer Baureihe 145 oder 185 aus der Trax 1-Serie gezogen wurde. Kurz darauf zerriss dieser Richtung Süden fahrende Tragwagenzug die Stelle in Assmannshausen. Als Ladegut sind vorrangig Tankcontainer auf diesem Zug drauf. Eine Lok der Baureihe 152 zieht. Gerade als ich den Bahnhof Assmannshausen wieder verließ, kam die Linie RB10 mit einem Triebzug des Typs Flirt Richtung Norden hier durch. Die FIAS GmbH bedient diese rechtsrheinische Strecke normalerweise als Regionalbahn im Stundentakt, in den Hauptverkehrszeiten auch im Halbstundentakt. Und als ich langsam mit dem Auto durch den Ort durchrollte, sah ich von der Hauptstraße aus, wie sich dieser Bahnübergang Kilometer 69,7 in Assmannshausen gerade schloss. Da niemand hinter mir war, beschloss ich, mir diesen Zug direkt am Bahnübergang anzuschauen. Von diesem Bahnübergang zurück zur Hauptstraße konnte ich mir dann selbst ein Bild von den verwinkelten Gässchen und den engen Straßen in diesen Dörfern machen. Da kann froh sein, wer als Lieferdienst gut fahren kann und ein kleines Fahrzeug hat, denn das sind Ecken, das ist der Hammer. Am nördlichen Ortsende von Assmannshausen gibt es dann diese Stelle, auf der man
Richtung Norden richtig weit schauen kann und die Züge, die aus Richtung Norden bzw. in Richtung Norden fahren, recht lange sehen kann. Verschönert wird das Ganze durch den Blick auf die Burg Rheinstein auf dem gegenüberliegenden Rheinufer. Diese rechte Rheinstrecke, an der ich entlang fahre, die ist hauptsächlich dem Güterzug und dem Personennahverkehr gewidmet. Fernverkehr findet hier normalerweise gar nicht statt, außer wenn die linke Rheinstrecke wegen Bauarbeiten oder anderen Betriebsstörungen gesperrt wäre, würden die Züge hier umgeleitet werden. Die einzigen Züge, die hier planmäßig langkommen des Fernverkehrs, sind Autoreisezüge, so sie denn verkehren. In diesem Güterzug hängen ein paar Wagen der Firma Nescafé mit drin dabei. Es wird also löslicher Kaffee damit transportiert. Oder auch Muckefuck. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, unter welchen Bezeichnungen dieses lösliche Kaffeegebräu noch alles bekannt ist. Bitte schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Der Muckefuck Express mit seiner 4-System 185er hat gerade eben das Bild verlassen. Taucht schon wieder der nächste Zug auf, diesmal ein Ganzzug mit Gaskesselwagen, gezogen von zwei Loks, zwei Einsystem-Loks der Baureihe 185 in blaugrauer Lackierung. Die erste der beiden 185er arbeitet, die zweite der 185er hat den Stoßabnehmer gesenkt und wird von der vorderen Lokomotive mitgezogen. Wir blicken auf die andere Rheinseite, auf die linke Rheinstrecke und die Burg Rheinstein. Die Burg Rheinstein wurde auch Veitsberg oder Veitsburg genannt und hat diesen Namen nach dem Wiederaufbau im Jahre 1829 erhalten. Wie vorhin bereits erwähnt, findet auf der rechten Rheinstrecke normalerweise kein Schienenpersonenfernverkehr statt, der ist auf der linken Rheinstrecke vorbehalten. Steuerwagen voraus wird dieser Intercity geschoben von der Baureihe 101 Richtung Köln weiterfahren. Im Ort Trechtingshausen, über dem die Burg Reichenstein thront, verschwindet der Intercity wieder aus der Sicht. Gleichzeitig kommt auf der rechten Rheinseite von Norden her dieser Mischer, gezogen von einer Baureihe 187, einer Trax 3, gefahren. Der Personennahverkehr auf der Schiene wird auf der rechten Rheinseite von der FIAS GmbH abgewickelt. Auf der linken Rheinseite ist hier Syvex und die Mittelrheinbahn zugange.
Die Syvex, eine DB Regio-Tochter, ist mit Flirt 160 der dritten Generation von Stadler Rail zugange, während die Mittelrheinbahn mit Desiro ML-Triebzügen unterwegs ist. Diese beiden Triebzüge der Baureihe 423 der S-Bahn München gehören planmäßig nicht hierher. Das war eine Überführungsfahrt. Wohin? Ich weiß es nicht. Man kann nur raten. Ich tippe mal darauf, dass diese beiden Fahrzeuge zu irgendeiner großen Instandhaltungsfrist ins Werk Krefeld gefahren werden. Mit der Vorbeifahrt der 186-424-8 von Railpool möchte ich Aßmannshausen den Rücken kehren und meinen Weg in Richtung Lorch fortsetzen. Unterwegs Richtung Lorch gab es keine Möglichkeit mehr anzuhalten und zu filmen, da auf der Bundesstraße eine Baustelle war mit einspuriger Verkehrsführung. Deswegen entstanden die nächsten Aufnahmen erst am südlichen Ortsende von Lorch. Kaum in Lorch angekommen, das Auto abgestellt und den Bahnübergang ausgekundschaftet, schlossen sich auch schon die Schranken. Doch aus welcher Richtung der Zug kam, das war erstmal nicht so klar. Natürlich Richtung Süden geschaut und aus Richtung Norden in den Rücken hinein kam dieser RTB-Zug gefahren. Geführt wurde der RTB Cargo von der Siemens Vectron 193-791, die gemeinsam durch Europa Werbung macht und für RTB Cargo beschriftet ist. Sie ist eine der 43 Lokomotiven des Unternehmens RTB Cargo mit Sitz in Aachen. Die RTB Cargo Lokflotte teilt sich mit Stand 2018 in 13 Diesel- und 30 E-Loks auf. An Diesellokomotiven werden eingesetzt eine MAK G320B, zwei DH1004, fünf MAK G1206, eine Foslo G2000BB, drei Class 66 und eine Ost V100. Im Bereich des Bohr- und Ziehgeräts der Straßenbaustelle
ist eine sogenannte feste Absperrung sichtbar, die am rechten Streckengleis angebracht ist. Diese feste Absperrung wird mit dem Schienenfuß verschraubt und dann werden ähnlich einem Baugerüst die Querstreben eingehängt und dienen dazu, dass die Arbeiter der Straße den Gleisbereich nicht unabsichtlich betreten können. Lorch liegt am Weinbaugebiet Rheingau an der Großlage Burgweg. Diese Einzellagen Kapellenweg, Schlossberg, Pfaffenwies, Bodental-Steinberg und Krone sind wahrscheinlich alle vom Bahnhof aus sichtbar. Dominierende Rebsorte hier ist der Riesling, aber auch der Spätburgunder wird hier angebaut. Auch werden aus den Weinen Edelbrände und Sekt produziert. Hier findet der Weinbau in Steillagen statt auf den steinigen, wärmespeichernden, schiefer- und quarzhaltigen Böden. Auf der linken Rheinseite durchfährt derweil ein Nordfahrender in der Cityzug den Ort Rhein-Diebach unterhalb der Ruine Burg Fürstenberg. Lorchhausen, etwas südlich des Bahnhofs, überquert die Lorcher Straße die Bahnstrecke. Beim Blick in diese Häuserschlucht, durch die sich die Strecke windet, wird wieder deutlich, wie dicht hier in diesem Rheintal die Eisenbahn, die Straße, der Fluss und die Bewohner aufeinander sitzen. Der Bahnübergang ging eine gefühlte Ewigkeit zu, bevor das der Zug kam. An diesem Bahnübergang wird die Gefahrenraum-Freimeldeanlage durch eine Anlage mit Radarscanner realisiert. Der Radarscanner befindet sich in dem weißen, überraschungseiförmigen Gebilde auf Höhe des rechten Straßensignals. Die Schranken blieben weiterhin geschlossen und nach einer gefühlten Ewigkeit kam der Nahverkehrszug von Norden in die Gegenrichtung gefahren. An den Schienen der Ortsdurchfahrt, zum Beispiel hier in Lorchhausen, aber auch an den anderen Orten entlang der rechten Rheinstrecke, sind diese Schienensteckdämpfer angebracht. Schienensteckdämpfer sind Kunststoffplatten, die an den Seiten der Schienen montiert werden und Vibrationen sowie den Luftschall auffangen sollen.
Diese Schienensteigdämpfer sind ein Teil der Lärmschutzmaßnahmen, welche an der Strecke durchgeführt wurden. Ein weiterer ist der Einbau von Schallschutzfenstern und das Umrüsten der Güterwagen auf die leisen Kunststoffbremssohlen. Zwischen Lorchhausen und Kaub war nochmal ein Parkplatz an der Bundesstraße, von dem aus man einen schönen Blick in diese Kurve hatte. Auf der anderen Seite der Ortslage von Kaub, etwa da, wo der Pfeil ist, in über 5 Kilometern Entfernung gegenüber des Ortes Oberwesel, kommt ein Güterzug in unsere Richtung gefahren. 110 Meter über dem Ort Kaub thront die Burg Gudenfels auf dem Berg. Sie wurde zwischen 1220 und 1230 erbaut. Bereits 1252 wurde sie erfolglos belagert. Im 14. Jahrhundert wurde die Ringmauer errichtet und die Angriffsseite mit einem Zwinger versehen. Nachdem die Burg 1793 kampflos an die Franzosen übergeben wurde, ließ Napoleon sie 1806 sprengen. Die Burg wurde in den Jahren 1889 bis 1892 wieder aufgebaut. Nicht nur private Eisenbahnverkehrsunternehmen leasen bzw. mieten Lokomotiven, auch DB Cargo tut es mittlerweile. Diese Railpool-Maschine, die 186498, ist von DB Cargo angemietet bzw. geleast. Auf der Seite ist ein großer Aufkleber, der Werbung macht für Stellen bei DB Cargo. Etwa in Höhe des Bahnübergangs, den der Güterzug gerade eben befährt, befindet sich die Landesgrenze zwischen den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Hessen. Wie zuvor in Lorchhausen blieben auch bei diesem Bahnübergang die Schranken unten, nachdem der Zug durchgefahren war. Die nächste Fuhre von DB Cargo kam, diesmal Richtung Norden. Eine 185 zog eine abgerüstete 152 vor diesem Mischer.
Markantes Wahrzeichen des Ortes Kaub ist die Burg Pfalzgrafenstein, die auf einer Insel im Rhein steht. Sie wurde in den Jahren 1326 und 1327 erbaut. Sie gehört neben der Marxburg und der Burg Bobhardt zu den wenigen unzerstörten und kaum veränderten Burgen im oberen Mittelrheintal. Sie wurde von Ludwig dem Bayern, dem späteren römisch-deutschen König und Kaiser, als Zollburg errichtet. Die Burg Pfalzgrafenstein kann mittels einer kleinen Personenfähre von Kaub aus besichtigt werden. Ihr heutiges Aussehen erhielt die Burg Pfalzgrafenstein mit dem Aufsetzen des barocken Turmhelms im Jahr 1714. Damit erreicht der Turm eine Höhe von 36 Metern. Am Jahreswechsel 1813-1814 während der Befreiungskriege setzte der preußische Feldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher an der Burg mit 60.000 Soldaten, 20.000 Pferden und 200 Geschützen über den Rhein, um die Truppen von Napoleon Bonaparte zu verfolgen. Bis zum Preußisch-Österreichischen Krieg war die Burg Zollstation und wurde anschließend bis in die 1960er Jahre als Signalstation für die Schifffahrt genutzt. Die Rampe am linken Rheinufer unterhalb der Stelle, die der ICE 1 jetzt passiert, ist die Anlegestelle der Autoschnellfähre zwischen Kaub und dem linken Rheinufer zwischen Oberwesel und Bacharach. Im Hintergrund ist die Schönburg oberhalb von Oberwesel zu sehen. Sie wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gebaut. Sie ist Namensgeberin der Rebsorte Schönburger. Links von der Halle am Ende dieses Schotterplatzes befindet sich noch ein Stumpfgleis. Ich habe mich gewundert, dass dieses Stumpfgleis frei von Rost ist. Abends auf dem Rückweg wusste ich dann wieso, denn die FIAS nutzt dieses Stumpfgleis zum Abstellen ihrer Triebzüge und zum Warten derselben.
Am nördlichen Ortsende von Kaub befindet sich diese letzte Ruhestätte mit schöner Aussicht über die Bahn und den Fluss. Ein Gruß an den netten Fias-Lokführer geht zurück. Ich hoffe, dass er sich wieder erkennt. Wenn der Flirt vorbeifährt, kann man ganz genau hören, welches die angetriebenen Enddrehgestelle sind und welches die antriebslosen Laufdrehgestelle zwischen den Endwagen sind. Auf der anderen Seite des hier über 360 Meter breiten Rheins zieht eine Boxpress-Mehrsystem Vectron ihren Containerzug Richtung Süden in Richtung Mainz. Boxpress betreibt 24 Lokomotiven und 625 Containertragwagen. Gesellschafter der Boxpress GmbH sind ERS Railways BV, Eurogate Intermodal GmbH und die TX Logistik AG. Plötzlich fuhren gefühlt an diesem Nachmittag die Güterzüge nur noch auf der linken Rheinstrecke, während auf der rechten Rheinstrecke gefühlt sich überhaupt kein Güterzug mehr bewegte. Ich fand es komisch. Viel später, zu Hause dann, habe ich etwas recherchiert und herausgefunden, dass die rechte Rheinstrecke an diesem Nachmittag zeitweilig wegen eines Böschungsbrandes gesperrt war. Das war also der Grund und mein Gefühl hatte mich nicht betrogen. Wie auf einer Modellbahn wirkt der Intercity mit seinen 11 Wagen, der hier Steuerwagen voraus von der Lokbaureihe 101 Richtung Süden geschoben wird. Etwas weiter die Straße runter, nördlich des Rosssteintunnels, liegt der viergleisige Betriebsbahnhof Lorelei. 185 246 beschleunigt gerade ihren Kesselzug aus dem Bahnhof raus, wenn in der Gegenrichtung eine Einfahrt mit 50 steht. Das Signalbild zeigt KS2 Halt erwarten und ZS3 Kennziffer 5 Fahrt mit 50 km/h Halt am nächsten Hauptsignal. Grüße gehen auch an diesen netten Lokführer raus. Ich hoffe, dass er sich sieht.
Kopfsteintunnel besteht aus zwei eingleisigen Tunnelröhren mit 378 bzw. 457 Metern Länge. Eine etwas ausgebleichte Trax 1 der Baureihe 145 zieht diesen aus EA-Wagen bestehenden und mit Schrott beladenen Ganzzug aus dem Roßsteintunnel heraus in den Betriebsbahnhof Lorelei hinein. Dort musste er erst einmal warten. Ich nehme an, das war der Sperrung durch die Böschungsbrände geschuldet. Während auf der rechten Seite der Verkehr erstmal mehr oder weniger steht, läuft er auf der linken Rheinseite derweil ganz normal weiter. Diese Mittelrheinbahn wird in Kürze den Kammeregg-Tunnel durchfahren, anschließend in den Bett-Tunnel einfahren und als dritten Tunnel und letzten Tunnel auf der linken Rheinstrecke den Banktunnel durchfahren. Eisenbahnkino vom Allerfeinsten bekommt man hier im Rheintal geboten. Ein Taurus, eine Diesellok im Schlepp, ein Zug mit FAL-Sattelbodenwagen, eine Begegnung mit einer 185er und einem Zug, der komplett aus vierachsigen Habiswagen gebildet ist und gleichzeitig eine Schiffsbegegnung in grandioser Landschaft. Was will man eigentlich mehr? Da fehlt eigentlich nur noch, dass man sich im Liegestuhl auf die darunter liegende Sandbank setzt, eine Kühltasche voller kalter Getränke dabei hat und die Seele baumeln lassen kann. Die Zukunft wird zeigen, wie lange der Verkehr auf der linken Rheinstrecke noch in dieser Art durch die drei Tunnel Bett, Bank und Kammereck durchlaufen kann. Denn alle drei Tunnel sind abgängig, das heißt, in allen drei Tunnels gibt es Probleme, dass der Fels in Richtung Rhein wandert. Eine Aufweitung des Tunnelquerschnitts mit einer Sanierung ist wegen Denkmalschutzauflagen kaum möglich. Deshalb wird darüber nachgedacht, auf der Landseite einen langen Umfahrungstunnel zu bauen. Da die Loks der Baureihe 103 bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht mehr in Betrieb sind, ist auch die Chance, hier nochmal einen Intercity in Rot-Beige oder gar einen Trans-Europa-Express in Rot-Beige vor die Linse zu kriegen, eher gering. Also ist doch der ICE 1, der wirklich ein sehr schöner Zug ist, das Beste, was man hier in dieser wunderschönen Landschaft im Rheintal vor die Linse kriegen kann. Dieser ICE 1 ist mit einer etwas abweichenden Zugkonfiguration unterwegs. Er hat vorne und hinten einen schweizfähigen Triebkopf, hat 5 Wagen der zweiten Klasse, einen Speisewagen und 4 Wagen der ersten Klasse.
So habe ich dann doch noch mein großes Kino am Rhein umgesetzt. Leider ohne Kühltasche und leider ohne Liegestuhl. Aber es war trotzdem sehr angenehm hier unten. Der Motorturmwagen MTW 100 der Bahnbaugruppe, der hier Richtung Norden fährt, hat mich dann doch etwas überrascht. Es ist ein 100 km/h und 80 Tonnen schweres Fahrzeug, das für die Montage, Instandhaltung und Wartung von Oberleitungsanlagen eingesetzt werden kann. Die Arbeitsbühne mit ihrem 1,50 m x 3 m großen Korb kann 400 Kilo heben, kann bis 8 m seitlich und 8,50 m in die Höhe ragen. Und dann erwischte es mich gleich ein zweites Mal recht kalt. Als ich gerade eben den Kofferraum auf hatte und die Kamera schon drin war, kam die 101098, 50 Jahre Jugend trainiert für Olympia und Paralympics, um die Ecke gefahren. Bis ich die Kamera betriebsbereit hatte, war die Lok schon fast im Tunnel, aber es hat noch für eine kurze Aufnahme gereicht. Eine Haltebucht am nördlichen Ende des Loreley-Bahnhofs ermöglichte diesen Blick auf die andere Rheinseite, wo eine Trax 2 diesen Mischer in Richtung Süden sieht. Gerade nachdem die SBB Cargo mit der RE485 ihre Wechselpritschen und Sattelauflieger in den Kammerecktunnel hineingezogen hatte, bekam hinter mir die 145024 mit dem von vorhin bekannten Schrottzug Ausfahrt im Loreley Betriebsbahnhof Richtung Norden. Die Stoffladung in dem ER-Wagen ist mit einem Netz abgedeckt, damit der Zug mit vollständigem Inhalt an seiner Bestimmung ankommt.
Diverse Einbauten über dem Kammereck-Tunnel sollen den Hang davor sichern, allzu schnell abzurutschen bzw. zu viel Druck auf den Tunnel auszuüben. Mittlerweile ist es Abend geworden und die Schatten hier im Rheintal werden deutlich länger, die Luft wird kühler und die Sonne verschwindet hinter den Kuppen. Nach dem 289 Meter langen Kammerecktunnel folgt ungefähr genauso viel Tageslicht, bevor es in den 236 Meter langen Betttunnel reingeht, bevor die Überleitstelle Urbar Nord passiert wird. Entlang des Betriebsbahnhofs Lorelei, über den Rhein hinüber auf die andere Rheinseite, schweift der Blick von diesem Punkt aus bis zum Ort Oberwesel. Der Ort Oberwesel dürfte jedem Eisenbahnfreund bekannt sein, nutzte doch die damalige Deutsche Bundesbahn. Das Panorama mit Katzenturm, Ochsenturm und der Stadtmauer im Hintergrund gerne für Aufnahmen mit der Baureihe 103, die an diesen Türmen vorbeifuhr. Der Lokführer dieses Containerzugs bummelt nicht etwa, nein, hier in diesem Bereich der rechtsrheinischen Eisenbahnstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 50 km/h. Trotz der Hangsicherungen durch Netze, Gebirgsanker und andere Einbauten kam es leider in den letzten Jahrzehnten in diesem Mittelrheintal immer wieder zu Erdrutschen bzw. anderen Einschränkungen, nachdem Felsen von oben auf die Strecke herabgefallen waren. Zum Glück gingen diese Unfälle bislang meist glimpflich aus.
Nochmal schweift der Blick in Richtung Oberwesel. Die Rheinschifffahrt zwischen St. Goar und Oberwesel wird durch Lichtsignalstellen geregelt. Zwischen St. Goar und Bingen herrschte sogar bis in die 1980er Jahre Lotsenpflicht. Mittlerweile wurden die Untiefen im Rhein entschärft, doch kommt es auch immer wieder zu schweren Unfällen der Schifffahrt, die dann zum Teil wochenlange Sperrungen des Rheins nach sich zogen. Der sagenhafte Loreleifelsen. Es gab erneut großes Kino. Wieder ohne Liegestuhl. Wieder ohne Kühlbox mit gekühlten Getränken. Dafür mit 2.15.021 und 2.18.455 der EFW. Auf der anderen Seite des Loreleitunnels ist der Schutzhafen Lorelei mit der Bronzestatue der Lorelei und dem Campingplatz Loreleiblick am gegenüberliegenden Rheinufer. Das Kinoerlebnis wurde ein klein wenig geschmälert, da die Class 66 uns nicht ihren eigenen Sound lieferte, sondern von der 185er gezogen wurde. Auf der Sonnenseite von St. Goarshausen steht die Burg Katz. 1360 bis 1371 erbaut als Burg Neuenkatzenellenbogen. Burg Katz entstand daraus im Volksmund. Sie bildet mit der Burg Rheinfels auf der anderen Rheinseite einen Zollriegel. Ihre Geschichte ist recht wechselvoll. Von Napoleon wurde sie gesprengt, dann war sie ein Internat, ein Wohnsitz, gehörte dem Reichsarbeitsdienst und ist heute im Privatbesitz. Deshalb ist auch keine Besichtigung möglich. Zur nächsten Lorelei gibt es eine Kunstsage vom Dichter Clemens Brentano aus dem Jahre 1801. Zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und riss viele Herze hin und brachte viel zu Schanden der Männer ringsumher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr.
132 Meter hoch ist der Loreley-Felsen über dem Wasser. Der Sage nach soll die Dame, die Loreley, mit ihrem Gesang die Schiffe abgelenkt haben. Dadurch sind sie auf Grund gelaufen. Die Begründung für den Schiffsverlust ist aber eher daran zu suchen, dass dort die tiefste Stelle des Rheins ist und dass der Rhein dort nur 160 Meter breit ist und eine sehr starke Strömung aufweist und es noch dazu Untiefen im Rhein gibt. Der ICET Baureihe 411 auf seiner Fahrt von Wien nach Dortmund durchfährt jetzt den Banktunnel, um anschließend den Ort St. Goar zu durchfahren und den langsamen Teil der Strecke hinter sich zu lassen. Wobei die Strecke nördlich von St. Goar mit 110 km/h zu 90 km/h auch erst einmal nicht wirklich schneller wird. Nennenswert schneller wird die Strecke erst unter Speyer. Manchmal ist es schwer, in diesem großen Kino sich zu entscheiden, ob man lieber auf die linke Seite zum ICE schaut oder auf die rechte Seite zum Güterzug. Aber das richtige Naturkino mit Dolby Surround und weiß der Geier was, 4K, HD Plus und sonstigen Schnickschnack macht einfach alles möglich. Der Loreley-Tunnel besteht, wie auch der Rosstein-Tunnel, aus zwei einzelnen Tunnelröhren. Beim Loreley-Tunnel sind die beiden Röhren 368 bzw. 417 Meter lang. Man kann schon romantisch werden, wenn selbst die Tunnelportale wie Burgen aussehen in diesem Naturkino. Dann kann man sich auch zurücklehnen und sich vorstellen, dass statt diesem Flirt ein 141er mit zwei Silberlingen und einem Karlsruher Steuerwagenkopf aus diesem Tunnel herausfährt. Wenn man dann aber an die Zeit zurückdenkt, als man täglich noch mit der 141 und den Silberlingen im Zug drinnen gesessen hat und bei jedem Halt die Türen einem lautstark beim Zuschlagen aus dem Schlaf gerissen haben, dann muss man sich aber auch überlegen, ob man nicht doch den Komfort eines neuen Fahrzeuges,
dem Alten vorzieht. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder persönlich für sich treffen muss. Der nordfahrende ÖBB Taurus bildete den Abspann in St. Goarshausen. An der Sandbank unterhalb des Kammereck-Tunnels wurde nochmals der Kinosessel aufgebaut und nochmal der Sonnenuntergang und das Abendpanorama genossen. Eine Trax 2, eine der 21 Lokomotiven des LTE Logistik und Transport GmbH Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Graz, zieht ihren Containerzug in Richtung Süden auf der anderen Rheinseite. Der Zug, den man in dieser Aufnahme hört, aber nicht sieht, es ist ein südfahrender Güterzug, der in der nächsten Aufnahme kommt, während der nordfahrende Kesselzug von DB Cargo in Kürze in den Loreley-Tunnel einfährt. Das Frühjahr 2020 ist ähnlich trocken wie der Sommer 2019 und 2018.
Es bleibt abzuwarten, wie sich der Wasserstand des Rheins ändert, wie lange die Schiffe noch fahren können und wie schnell wieder sämtliche Containerstellplätze auf allen Güterzügen, die auf dieser Relation unterwegs sind, ausgebucht sind und trotzdem noch weitere Kapazitäten fehlen, da der Wasserstand im Rhein bei dieser Wetterlage keine Besserung erwarten lässt. Der niedrige Tiefgang dieser beiden Schiffe der Klasse 5 dem Rheinwasserstand geschuldet ist oder dem wenig nachgefragten Ladevolumen durch die Corona-Nachwirkungen, lässt sich hier nicht eindeutig klären. Aber beide Schiffe liegen sehr hoch im Wasser und nutzen den maximalen Tiefgang nicht aus. An der Fülle der hier verkehrenden internationalen Eisenbahnverkehrsunternehmen merkt man, dass der Rhein eine international für den europäischen Wirtschaftsraum bedeutende Verkehrsachse ist. So auch hier dieser Containerzug der BLS Lötschbergbahn aus der Schweiz. Mit diesen letzten noch folgenden Aufnahmen, welche ich unkommentiert lasse, möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich bei jedem, der bis hierher durchgehalten hat, fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Film hat Spaß gemacht. Ich freue mich über einen Kommentar eurerseits zum Film, zum Inhalt, zum Kommentar, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Euer Alex E. Servus.